So, ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Exa Ice Fighters Leipzig gegen die Hannover Indians mit einem Endstand von 4:5. Herzlichen Glückwunsch, Herrn Sotio, zum Sieg hier im Kohlrabi-Zirkus. Ja, wir haben ein ausverkauftes Spiel gesehen, wir haben einen Teddy-Toss gesehen, wir haben 5.000 Euro gesammelt für die Elternhilfe für krebskranke Kinder. Dafür an dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön auch an euch, dass ihr das mitgemacht habt. Und ja, danke. Danke an alles. Ich weiß, was zu schätzen ist für Kinder und alles. Deswegen machen wir immer mit. Haben wir auch jetzt zwei Tage davor haben wir auch selber gemacht. Viel zu spielen, intensives Spiel bis zum Schluss. Hart umkämpft. Das letzte Drittel haben wir viel, viel Druck gemacht. Haben dann entscheidende Tor geschossen. Ich denke, zum Ende dann zum Sieg verdient, aber trotzdem zum Schluss, man versteht, dass die Fans und die Zuschauer sauer sind, dass man die Heimmannschaft verliert, aber versucht durchzubrechen, durch die Regal, versucht auch die Mannschaft, die Gegner zu gehen, was wir nicht, entscheidende Faktor sind wir nicht, wir spielen genauso, wie die Schiedsrichter entscheidet, jedes Spiel ist das gleiche, geben und nehmen, passiert immer über die ganze Saison, aber trotzdem muss man nicht auf die gegnerische Mannschaft, wirklich, das war kurz vor eskalieren, auf die andere Seite und ich habe versucht, so schnell wie möglich meine Mannschaft tun, aber die haben auch Emotionen. Gott sei Dank hat es nicht eskaliert, wir sind schnell in die Kabine. Aber es dämpfte ein bisschen die Euphorie. Aber trotzdem denke ich, das Spiel war sehr gut, ein sehr intensives Spiel und der Sieg geht so in Ordnung. Danke. Ja, wir möchten an dieser Stelle auch sagen, dass wir uns davon distanzieren möchten, dass irgendwelche Postkämpfe oder andere Ärgerlichkeiten hier neben dem Eis ausgetragen werden sollten. Also sowas sollte auf dem Eis passieren und auf keinen Fall daneben. Ich denke, das ist im Sinne der Sportlichkeit und deswegen möchten wir das auch an dieser Stelle nochmal ganz klar so sagen. Ja, vielen Dank an euch erstmal. Sven, auch von dir die Einschätzung zum Spiel. Servus zusammen. Erstmal auch Dankeschön. Ich habe es vorher schon gesagt, so eine Aktion mit Teddytoss für so einen guten Zweck. Ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön, so ein Zeichen zu setzen und deswegen großen Respekt an alle. Nächste natürlich Glückwunsch zum Siegler hier. Und ja, wir waren wirklich gut im Spiel. Wir haben im ersten und im zweiten Drittel meiner Meinung nach sehr, sehr gutes, intensives Eishockey gespielt. Man merkt in Standardsituationen, wie zum Beispiel Powerplay, dass halt doch zwei, drei wichtige Spieler einfach fehlen, die man schwer ersetzen kann. Das heißt, Powerplay haben heute gar nicht gut gespielt. Unterzahl war auch nicht, hatten wir auch schon mal bessere Stunden. So von daher sind es die Special Teams, die dieses Spiel entschieden haben. Und ja, für uns gilt es, zwei Tage Rhythmus immer wieder spielen. Wir sehen selber, dass der Kader langsam kleiner wird. So ist das. Damit müssen wir leben, damit müssen andere auch leben. Wir müssen schauen, dass wir morgen wieder ein bisschen die Köpfe frei kriegen, weil so eine Niederlage tut einfach weh. Das ist so. Aber wir haben jetzt 5-mal in Folge davor gewonnen. Wir haben eine geile Truppe, die sich da auch wieder rausarbeiten wird und die, ja, morgen werden wir die Fehler aufarbeiten und werden dann schauen, dass wir am 30. in Duisburg wieder von Anfang an gut spielen. Und ja, mehr gibt es heute eigentlich nicht zu sagen. Danke fürs Kommen. Es war der Wink mit dem Zaunfall, aber trotzdem frage ich dich natürlich noch was. Man hat dich ungewohnt emotional gesehen nach dem 4-4-Ausgleich, wo es auch viele Diskussionen danach gab, auch neben dem Spielfeld, dass das vielleicht kein Tor gewesen wäre, kein Gegentor gewesen wäre. Was hast du da gefühlt in dem Moment? Ob das Tor ist oder nicht, wird wahrscheinlich selbst mit der Kameraeinstellung, die wir haben, schwer zu sehen sein. Und ohne Torschiedsrichter oder ohne Videobeweis ist das halt extrem schwierig. Was mich vorher brutal genervt hat, ist die Strafe. Wenn ich sehe, dass mein Verteidiger mit einer Hand so macht und der Gegner einen Schläger fallen lässt, dann ist das... Ich würde gerne in so einer Situation dann nochmal mit am Eis stehen.
Das hat mich einfach genervt. Es war ein hartes Spiel von beiden Seiten, war ein intensives Spiel und dann, weiß ich nicht, die Sachen, die gepfiffen wurden, manchmal auch auf beiden Seiten. Lenny hat schon recht, das gleicht sich dann über das Jahr auch immer wieder aus, aber so eine Strafe in so einem Augenblick und dann auch noch so ein Tor, da musst du verdammt dicke Eier haben. Brauchen wir nicht meckern, brauchen wir nicht jammern, es ist, wie es ist. Und viel schlimmer ist dann, dass wir danach die Kontrolle verlieren und im eigenen Drittel dreimal die Scheibe haben, die Scheibe nicht rausbringen und dann das fünfte Tor, was das Spiel entscheidet, das bekommen. Das ist das vierte, ist wie es ist. Aber ja, manchmal bin ich dann halt doch mal voll Emotionen. Sollte nicht sein, aber egal. Geht weiter. Allerletzte ganz knappe Frage noch. Es haben heute vier Spieler gefehlt. Sogar Yannick Langer fehlt schon ein bisschen länger. Kannst du uns sagen, was bei Leon Lillig, Damian Schneider und bei Antti Paavilainen los ist, wie es denn geht nach den teilweise auch schweren Verletzungen aus den letzten Spielen? Also Yannick, schauen wir halt, das ist eine Leisten. Verletzung, die ist einfach schwer. Die braucht man im Eishockey, die Leiste. Und da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben. Der Junge muss auch Geduld haben, ist nicht leicht für ihn. Beim Damian ist so, der hat, wie viele wahrscheinlich am Video gesehen haben, einen Check bekommen, wo er auch den eigenen Schläger gegen den Kopf bekommen hat und noch den Gegner gegen den Kopf bekommen hat, genäht wurde und der hat halt eine Gehirnerschütterung und ist auch so ein spannendes Thema, Gehirnerschütterung. Man sollte das viel, viel ernster nehmen, als das in unserer Zeit noch gemacht wurde. Wir von früher, wir haben alle einen Dachschaden. Deswegen müssen wir. Wer klatscht jetzt? Deswegen müssen wir das einfach dem auch die Zeit geben, dass der da wieder klar im Kopf ist. Und wir werden dann, wenn er zurückkommt, wir haben ihm gesagt, er soll jetzt zu Hause bleiben und dann am 30. nehmen wir aus Duisburg wieder mit nach Hause. Und dann werden wir schauen, dass wir gleich am 1.2. nochmal röntgen, dass wir den Schädel nochmal durchleuchten. Jetzt kommt der Klatsch. Ich hoffe mal, dass wir dann grünes Licht bekommen und dass er okay ist. Aber dann werden wir halt gucken, wenn er Belastung bekommt wieder, wenn er mit aufs Eis darf, ob ihm schwindelig wird oder schlecht wird oder sowas. Da muss man einfach auch abwarten. Beim Leon ist so, der hat einen Schuss geblockt und direkt in der Kabine sah das eher so aus, als würde der Knochen nicht mehr da sein, wo er hingehört, aber hat sich zum Glück herausgestellt, dass es nur eine Prellung ist, aber halt im Handgelenk so, dass der die Hand kaum bewegen kann. Und deswegen müssen wir da halt auch ein bisschen Geduld haben. Antti ist krank. Wir haben jetzt schon die letzten Tage immer mal wieder Spieler gehabt, die uns krank gefehlt haben. Und wenn sowas mal in der Kabine ist, dann geht das leider auch immer ein bisschen rum. Und jetzt hat es halt einen Antti erwischt. Ob der in 2 Tagen wieder spielen kann oder nicht, werden wir sehen. Von daher müssen halt die anderen Zähne zusammenbeißen und durch. Gut, und das werden Sie ganz sicher machen. Ihr habt das letzte Spiel gegen Hamburg übermorgen, dafür ganz viel Glück natürlich. Und euch ebenfalls ganz viel Glück am 30. in Duisburg. Und ja, das war das letzte Spiel für dieses Jahr im Kohlrabi-Zirkus. Wir möchten uns bedanken für Ihren Besuch und auch für die Teilnahme am Teddy Toss. Das war wirklich sehr, sehr schön vor dieser Kulisse. Wir sehen uns wieder am 2.1. hier in gewohnter Frische. Bis dahin, einen guten Rutsch. Dankeschön.